ersten Mal dieses Orchester. Und es ist das erste Mal, dass ich in der Funktion als geschäftsführender Leiter der Städtischen Musikschule zu einer Veranstaltung dieser Einrichtung begrüßen darf. Ich möchte bereits an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Der Dank geht an die Christuskirche und die Verantwortlichen. Für die Musik verantwortlich ist der Generalkantor Christoph Salz. Er hat uns ermöglicht, dass wir hier diese Kirche nutzen dürfen. Der Dank geht auch an Herrn Wladimir Rupp, der im Hintergrund immer hilfreich zur Seite steht, wenn es um Veranstaltungen der Musikschule geht. Oder nicht nur der Musikschule, aber jetzt in diesem Fall der Musikschule. Mein Dank geht an Herrn Setzer als Leiter des Blasorchesters der Städtischen Musikschule, dem es gelingt, so viele junge Leute zu begeistern für das gemeinsame Musizieren. Der Dank geht auch an Leute im Hintergrund. Es gibt noch Lehrkräfte im Hintergrund, die spielen zum Teil auch mit. Und hier möchte ich meinen Dank besonders richten an die Frau Rack und an den Herrn Huber, die den Herrn Setzer sehr hilfreich unterstützen. Die wunderbare und wertvolle Arbeit, die der Herr Setzer und die weiteren Lehrkräfte leisten, kostet auch Geld. Für Schüler der Musikschule ist die Teilnahme am Orchester kostenfrei. Die Stadt wendet diese Kosten gerne auf, weil als Kulturstadt insbesondere diese Arbeit einfach sehr wertvoll ist. Deswegen werden aber auch am Ende zwei junge, freundliche Menschen am Ausgang stehen und die werden noch freundlicher, wenn sie ihnen was ins Körbchen schmeißen. Mit diesem Geld, das da gesammelt wird, unterstützen Sie die Arbeit des Orchesters und Sie unterstützen aber auch die Christuskirche. Die Christuskirche möchte die Beleuchtung im Pfarrraum erneuern.